Herzlich willkommen, frohes neues Jahr. Ich begrüße euch total, hurra. Ja, wir schreiben das Jahr 2018 und der erste Tag war genial, wirklich, der war genial. Das war noch so ein Ausläufer von 2017 und der zweite sozusagen war ja dann der erste offene Tag und da war auch sehr viel los. Ich bedanke mich total recht herzlich im Jahr 2018, die schon da waren und reichlich gekauft, weil sie halt noch in dem waren Weihnachten und sie brauchten etwas. Ja, etwas brauchten sie und sie haben es sich geholt. Es waren die DC-Leute, die sich halt die DC-tolle Figuren geholt, die halt so im Sammlerwert explosiv hochgegangen, die es gar nicht mehr gibt, die ich durch Zufall hier noch an der Wand hängen hatte. DC, Marvel. Es waren tolle Figuren. Star Wars 2017, 40 Jahre gefeiert, war ja auch sensationell. Also ich muss sagen, Replay 2015, wie doch E7 uns echauffierte, Rogue One auch anfeuerte, 4 nochmal so richtig zu betrachten. Und dann fing die Diskussion ja mit 8 an. So, 8 ist jetzt alt, ist jetzt 4 Wochen alt. Und jetzt laufen neue Filme und in 3-4 Monaten kommt Han Solo. Jetzt kommen so langsam einige Takes, Schriften und leichte Diskussionen und vom Set und so. Mir egal persönlich, weil persönlich bin ich beruflich bedingt für privat Film. Ich mag Film, kauf Film auf DVD und so weiter und so fort. Mach selber Film und weiß also, wie schwierig das ist. Wir haben heute natürlich eine reichliche Diskussion hier. Warum muss immer alles hinterfragt werden, etc. pp. Also wir sind mit Star Wars ausgegangen, ins neue Jahr hinein. Wollten zwar noch mal einen gucken im neuen Jahr, aber die Müdigkeit hat uns dann doch, nach den Dreharbeiten, die wir da gemacht haben, 16 Minuten, wir hatten sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, die 14- und 24-Jährigen sagten eindeutig E7, Rogue One, E8, die sind begeistert, also die flippen da nicht so aus wie die etwas Älteren, die da halt losgelegt, die Beiträge, die da hochgefahren wurden, auch wie gesagt hinterfragt, weil zum Beispiel einer fragt, wo ist die Hand von Mark Abgado, von Luke Skywalker mit dem Saber, Lichtschwert, wo ist das denn? Na, wer hat die gefunden? Wieso hat die Mark? Ich meine, man fragt, ist richtig. An sich werden ja Filme gedreht und dann ist die Sache erledigt, wir gehen hinein, gucken und fertig aus und dann war es das, wenn wir mal ehrlich sind. Kein Film wird so auseinandergenommen wie Star Wars, vorher Star Trek. Mittlerweile sind ja beide 50 Jahre Star Trek, 40 Jahre Star Wars. In 10 Jahren, wenn wir dann auch 50 Jahre Star Wars feiern, mal sehen, ob dann überhaupt noch einer von 1 bis 6 spricht, ob vielleicht 7 bis 9 auch gar keiner mehr spricht, kann ja sein, dass von 1 bis 9 gar keiner mehr spricht, dass vielleicht ab 2020, wenn die Serien kommen, Rebels, real, wenn die das schaffen, auf die Fans einzugehen, also wenn die wirklich in die Höhle des Löwen des Fans gehen und fragen, hör mal, was wollt ihr denn da haben? Und die Fans vielleicht anfangen da der Regie sagen, welchen Faden sie da nehmen sollen. Und wenn die den Faden aufgreifen in der Old Republic oder Star Wars so dermaßen verändern, dass wirklich alle nochmal wow wow sagen, in 10 Jahren werden wir es wissen. Also ich werde jetzt im Moment gar nicht mehr so viel über Star Wars hier philosophieren, deswegen ist das auch ein Filmclub. Filmclub bedeutet, wir unterhalten uns über die Filme. Und wie gesagt, hier sehe ich auch gerade, dass da einer schreibt, dass wir nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist richtig, Star Wars ist nicht real, hat auch mit Krieg der Sterne real auch nichts zu tun, 4, 5, 1, 2, 3 und so weiter und so fort, sollte man einfach ignorieren, man sollte sagen, Star Wars, irgendwo reingreifen und sich den Film dann anschauen. Und mit dem Film dann, na, so, hallo. 2018 und ich begrüße euch total und recht herzlich. Ja, hat sich was verändert? Natürlich nicht. Ist euch auch aufgefallen,
um 23.59 Uhr geht man aus dem Haus und dann kommt man ein Jahr später wieder. Hammer, ne? Also um 23.59 Uhr aus dem Haus rausgegangen und gar nicht drüber nachgedacht, alles anders. Ne? Innerhalb einer Minute ist man ein Jahr später erst zu Hause gewesen. Ne? So, wir schreiben jetzt 2018. Ja, Star Wars. Schön. Puh, irgendwas Neues? Keine Ahnung. Ne? Nicht mehr allzu lang. 4 Monate. Ja, 4 Monate Han Solo. Ja. Keine Ahnung. Also, zum ersten Mal bin ich sprachlos. Ja, 2018. Was sollen wir erzählen? Ja, ich warte jetzt auf Kunden. Wir haben unsere Uhrzeit hier. Ist ziemlich früh. Ich wollte euch nur begrüßen. Ich mache diesen Videoclip da. Und wie gesagt, ich warte dann auf die ersten Kunden, die da irgendwie erscheinen mögen. Und im Jahr 2018 haben wir sicherlich wieder Spaß, sicherlich wieder Aufträge etc. pp. Ja, Wetter ist ein bisschen gruselig, ist zwar warm gewesen über Silvester, ist richtig, aber so warm auch wieder nicht, aber warm. Ne? Aber wie gesagt, man ist ja ein Jahr später nach Hause gekommen, also es war warm, 15 Grad so ungefähr, ne? 8 Grad in Holsterhausen und 8 Grad in Frohnhausen, macht 16 Grad. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es war ziemlich kühl, ziemlich nass. Aber hat, wie gesagt, Spaß gemacht, alles anzuzündeln, alles in die Luft zu sprengen und dann wiederzukommen. Und ja, ne, wie das so ist, es war schön, dass es ein Sonntag war. Ja, es war ein Sonntag und man konnte sich ausruhen und alles. Weil so mitten in der Woche, weiß nicht. Also dieses Jahr, weiß ich, dieses Jahr werde ich zum ersten Mal wohl in der Endjahreswoche zu Hause bleiben, weil es lohnt sich nicht. Heiligabend ist am Montag und dann Donnerstag, Freitag da. Nee, da werde ich wohl zum ersten Mal zu Hause bleiben. Ja, glaube ich doch. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Zuerst Gesundheit ist klar. Die wünsche ich mir wirklich. Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, gesund zu sein, gesund zu bleiben. Wie gesagt, ein schönes Jahr 2018 zu verbringen. Sich auch erfreuen im Mai, wenn es warm ist, bei Han Solo zu sitzen und zu schwitzen und sich irgendwie bedudeln lassen. Soll ja ein Western sein, ein utopischer Western. Ein kosmischer Western, ich lasse mich überraschen, also viel habe ich ja immer noch nicht gesehen, ist ja erst ein paar Stunden her, Neujahr etc., ist nicht allzu viel da gezeigt worden. Irgend so ein russischer, ihr wisst ja, das war im alten Jahr 2017, da war ja eine Menge los mit 40 Jahre Star Wars und so weiter und so fort. Also ich muss so ein Replay machen, 2015, wie E7 kam, war ja schon auch die Ankündigung auf 2015. Auf, ne? Also die Convention 2015 war genial. Dann kam Rogue One 2016. Auch da war die Convention so richtig. Wow. Ja, und dann kam der Knaller da. Die Convention 2017 war auch noch okay. Dann fing das schon so langsam an zu dröseln. Ja, 2018 machen wir keine Convention und so weiter. Und dann kam E7 und da kamen ja diese komischen Krachertypen da, die überhaupt gar keine Star Wars Fans sind. Die sind einfach nur gegen Disney. Ja, das steht ja auch drin. Wir sind gegen Disney, deren Freunde und deren Hype da, die sind an sich gegen Disney. Das hat ja gar nichts mit Star Wars zu tun. Das Problem an der Geschichte ist ja halt die Medien. Die Medien greifen auf, die Medien verbreiten, besonders wenn es negativ ist und so weiter und so fort. Ich meine, es waren 40 lange Jahre mit Star Wars. Davon 30 Jahre nochmal eben Nachtrag gearbeitet. So, ich bin jetzt bald 40 Jahre im Beruf und 50 Jahre involviert in der Technik, in der ich hier rumschwebe. Wie viele Aufträge ich im neuen Jahr haben werde, weiß ich nicht. Ich biete halt immer noch an die Überspielungen, die Aufzeichnungen, das ist das Hauptgewerbe. Dann das Nebengewerbe, die Figuren zu verkaufen. Wie gesagt, ich habe auch einen Fußboden zwar ganz groß 2018 gemalt, weil ich einfach Lust dazu hatte. Aber ich weiß nicht. Also im Moment ist klar, das Jahr ist da, ist neu. Ich sitze hier, wie gesagt, ist ziemlich früh. Noch nicht allzu viele Menschen hier. Ja, alle, die jetzt irgendwie Geburtstag haben, den gratuliere ich dann jetzt einfach mal. Und wie gesagt, ich freue mich, oder sagen wir mal so, ich würde mich freuen, wenn wir uns halt in 5 Monaten hier über Han Solo echauffieren. Ne? Neuartige Figuren habe ich also auch nicht vor der Wende bekommen oder so, oder anschreiben. Ich bin zwar auf den gewissen Seiten gewesen, habe da wieder also, ja, 200-400 Euro so eine Figur kauft mir keiner ab. Ja, aber ich muss schon im untersten Segment bleiben. Ne?
Es hat mich so nur sehr gefreut, dass kurz vorm Jahreswechsel da noch einige hier im Club waren, die noch Geburtstag hatten. Den konnte man da noch weihnachtlich was rüberbringen, beziehungsweise so eine Art Neujährchen zukommen lassen. Ja, zum Schluss waren hier noch welche zu Besuch, kurz, aber wirklich ganz kurz. Die haben aber mehr das Päckchen vermisst, was sie angeblich hätten bekommen müssen. Und keine Ahnung, ich hoffe, er hat sein Päckchen noch bekommen. Vor Jahres, da war ich habe die Postbotin dann auch noch einmal kurz gesehen gehabt im alten Jahr. Jetzt im neuen Jahr möchte ich gar nicht wissen, was die Post da mir alles bringt. Dann wisst ihr ja, das ist ja normal. Jetzt muss man halt alles wieder blechen. Zahlen, 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 ist ja normal. Ja, ich hoffe, das Jahr wird schön. Das alte war halt ein bisschen mit Trauer dabei. Eine Person war verstorben, die Mutter. Und ja, jetzt ist man halt, man startet jetzt im Jahr 2018 halt alleine, normal. Schaut, was dabei rauskommt. Also ihr seid immer noch willkommen, recht herzlich hier im Lukas Film Club und im Star Wars Film Club. Ich bin da auch im letzten Jahr noch gefragt worden, ob ich auch, ja, natürlich machen wir auch Aufzeichnungen, also ich mache auch Aufzeichnungen hier im Umkreis Mülheim, Oberhausen, Duisburg, Dortmund, mache ich schon Aufzeichnungen, Fotofilm und so weiter. Ich würde mir auch wünschen, wenn irgendwelche vorbeikämen, mit denen wir eine tolle Sendung machen können. Ich habe also immer noch Interesse selber, auf meiner Kapitalbasis eine Sendung zu konzipieren, ins Leben zu rufen. Würde mich freuen, wenn ihr euch einfindet. Wir können darüber diskutieren, wir können ein Casting machen. Im Moment ist noch das Studio belegt, weil ich das kurz untervermietet habe, weil jemand da pressiert war. Bei ihm wird was umgebaut, habe ich gesagt, gut, ist ja ein Jahreswechsel, da macht man nichts mehr. Ich hatte da einen Auftrag, der wird auch schätzungsweise jetzt im neuen Jahr, heute oder morgen, abgeholt werden. Und die anderen sind ja im letzten Jahr noch abgeholt worden. Die waren ja auch fürs alte Jahr geplant. So, wie gesagt, wir bieten immer noch an, die alten Schätzkes, S8, N8, also Single 8, Normal 8, zu überspielen, in Hightech, in HD-Qualität. Und wir machen auch wunderbare Menüs für DVDs dazu. Dann haben wir noch das Programm sowieso, Foto- und Filmbearbeitung. Dann haben wir ja, wie gesagt, das Copyhaus, wo alle Kopien hergestellt gemacht werden können. Und dann haben wir ja, wie gesagt, das Medienhaus, wo ich jetzt hier gerade sitze. Ich sitze hier gerade am Schnittpult. Ja, das Jahr ist frisch, das Jahr ist da, hurra! Ja, was machen wir jetzt? Ich sitze hier immer noch in der Winterkleidung, weil die ziehe ich halt auch im neuen Jahr an. Ist ja klar, ist kühl, ist kalt. Ah, der erste Kunde. Hallo! So, heute wurde halt nochmal so richtig philosophiert über E8 etc., über Star Wars allgemein, weil viele Besucher noch da waren. Wie gesagt, so viel Ware ist nicht mehr da. Doch, Thorn, General Thorn ist reingekommen von The Rebels. Ja, Zorn. Wir wollten euch zeigen, aber er ist mir gerade hinter der Verkleidung gerutscht. Da muss ich die gesamte Verkleidung gleich abbauen, um Zorn da wieder rauszuholen. Und könnte ich aber eben machen. Ich unterbreche, ich suche Zorn raus. Jawohl. Hallo, grüße. Auf den ersten Kunden des neuen Jahres 2018 erhebe ich natürlich mein Käffchen. Ich habe immer noch so eine weihnachtliche Tasse, die müsste ich auch ändern. Wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen Feuer gewerkelt. Ich will hoffen, dass ich es euch hier zeige oder separat zeige. Ich wollte ja ein First-Jahres-Video machen, weiß aber nicht, ob es funktioniert hat. Ich habe zwar den Leuten das alles in die Hand gedrückt, aber ich habe mich darum noch nicht gekümmert. Ja, ich habe gesagt, hier Kamera, nimm, schnapp dir und dann machen wir das. Ne? Aber ich habe noch nicht fertig gemacht und wie gesagt, das ist das erste Video im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2018. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns wirklich sehen, treffen. Weil so einfach ist es nicht. Wir sind ja eine riesen Gemeinde. Wir haben eine riesengroße Gemeinschaft. Wir unterhalten uns auch mit einigen. Und das ist immer so, wenn man so, sagen wir mal, 1000 Leute hat, mit 10% ist man irgendwie involviert, unterhält sich, der Rest, keine Ahnung, schaut zu oder
erwähnt mal kurz oder macht einen Beitrag bei. Ist halt so. Ja, hier die Stadt Essen, wo ich jetzt hier lebe und werke und bin. Ich meine, bin nicht allzu weit vom Rhein-Ruhr-Zentrum A40 entfernt. Wirklich. Nicht weit. Einmal im Auto reinsteigen, sind 5 Minuten höchstens mit Parken. Und somit, wer auf einer A40 irgendwann mal am Rhein-Ruhr-Zentrum vorbeikommt, an der Wickenburg, einmal links abbiegen, dann zur Apostelkirche, einmal links abbiegen, dann zur großen, Spielhalle, einmal abbiegen, seid ihr ja dann schon da. Also ihr wäret dann schon da. Ja, ich weiß nicht, wie ihr gefeiert habt, ich weiß nicht, was ihr geböllert habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr irgendwelche Links schickt, wo ihr dann auch privatisiert irgendwelche Sachen gemacht haben hätte und was weiß ich. Ich habe ja per Instagram könnt ihr das sehen, bei YouTube könnt ihr das sehen. Ich habe mich nur tierisch gefreut, im Bett liegen zu bleiben, wohlig warm. Wie gesagt, selber Fernsehen programmieren mit Netflix, mit Amazon und den anderen Streamfirmen da. Fand ich super, weil Fernsehen selbst interessiert mich ja überhaupt nicht mehr, außer 2 Serien, obwohl das auch nicht mehr. Also Fernsehen selbst interessiert mich gar nicht mehr. Es gibt ja Mediatheken, die kann ich programmieren. Dann kann ich dann streamen. Meine andere Hälfte hat sich da in Unkosten gestürzt, hat sich einen 2,19 Meter diagonalen Fernseher bestellt. Ich will hoffen, dass er im neuen Jahr geliefert wird. Sie hatte da über Silvester gefiebert. Ja. Wir haben extra Kracher hochfahren lassen, wir haben die Wünsche hochfahren lassen und so weiter. Also ich wünsche mir nur Gesundheit und viel Spaß und Freude. Dieses Jahr wird teuer, weil ich brauche ein neues Auto. Also 2018 ist nicht so lustig. Der Monat Januar ist auch nicht lustig, weil da auch wieder horrende Mietkosten auf einen zugeströmt kommen und so weiter. Ja, muss man eben unterbrechen, ich sehe da was. Passte, denn es kamen direkt viele Kunden. Also wie gesagt, wir haben heute nochmal philosophiert über Star Wars, kurz und bündig. Wir hatten ja über Silvester 1424 und wie gesagt, die kamen mit 4, 5 und 6 gar nicht mehr so. Sie lieben halt Rey und sie mögen Rey. Und für die ist Star Wars halt nicht so eine Philosophie wie für uns. So, wie gesagt, heute ist Grand Admiral Thrawn gekommen als Figur, wenn man mal genau hinschaut. Ja, ist nicht so identisch mit dem Thrawn, den man halt kannte. Ich habe jetzt gerade mal weggerückt. So sieht's aus. Ist also reingekommen als Plakat A3. Mal schauen, machen wir vielleicht auch einen wunderschönen Bilderrahmen noch und hängen ihn mir hier hin, den General Thrawn. Also es wird mich auch sicherlich erfreuen, wenn The Rebels real wird und wenn dann so ein Thrawn da irgendwie auftritt. Sieht hier fast so ähnlich wie ein James Bond mäßig aus. Also hat er gute Knickpunkte, ist gut verarbeitet. Sieht nach was aus. Mal schauen, wie viele Jahre er an der Wand hängt, wer ihn unbedingt kaufen möchte. Es ist alles verkauft, die Kulisse ist weg. Es gibt keine Star Wars 40 Jahre Feier mehr. In 10 Jahren vielleicht nochmal. Bis dahin werde ich sicherlich einige Eyecatcher noch kaufen. Die ausstellen, so eine kleine Mini-Ausstellung machen mit den Figuren, denke ich mir sicherlich noch aus. Ich habe also Kartonagen, ich habe die Bretter, worauf dann irgendwelche Thematen, Mos Eisley oder keine Ahnung, Jabba, keine Ahnung. Irgendwann denke ich mir aus, so als große Sache, die dann ins Schaufenster kommt, als Eyecatch, irgendwie da auch was modellieren, so als Hobby. Muss ich schauen, weil auch so ein Hobby gerade nicht billig ist mit Star Wars, irgendwelche Sachen nachzubauen. Ich meine, die Hütten und die Straßen aus Sand nachzubauen, Jakku nachzubauen, müsste doch gehen. So ein Feuchtbiotop mit ein paar Druiden, die da arbeiten. Dann eine Figur mit Luke Skywalker, der in die doppelte Sonne schaut. Sollte doch irgendwie machbar sein. Muss ich mal gucken, kann ich nicht so versprechen. Ist der zweite Arbeitstag hier im neuen Jahr 2018. Der erste Arbeitstag, wie gesagt, war bombastisch. Wirklich bombastisch. Aber waren mehr DC-Kunden. Ne? Also Batman, Spider-Man. Und wie die alle so geheißen haben, da muss ich mal nachschauen, ob ich da vielleicht auch mal involviere und Geld investiere in DC. Muss ich schauen. Also wie gesagt,
waren wirklich viele unterwegs und ja, leer. Jetzt ist halt General Thorn erschienen. Die Figur hänge ich dann gleich auch wieder dahin. Einige Figuren sind ja im Wert gestiegen und so weiter. Ich schaue auch gerade, ob ich hier irgendwelche Sachen da ordern soll. Ich habe ja viele Sachen schon im Voraus geordert. Ach ja, 4.1. Genau, 4.1. kommt The Last Jedi raus, ist richtig. Der ist morgen, ist der 4.1., aber nicht 2018. Laut Amazon kommt am 4.1.2019 der Film raus. Und am 5. Oktober dann die anderen Sachen. Also die Steelbooks, also das Steelbook von Last Jedi soll am 4.1.2019 in Anführungszeichen kommen. Lass uns überraschen, wann er wirklich kommt. Ich arbeite dran an The Rebels Staffel 4. Mal schauen, wann es die gibt. Das gebe ich jetzt mal oben ein. Mal gucken, was Amazon dazu sagt. Rebels, Star Wars Staffel 4. Ich glaube nicht, dass es sie schon gibt. Komplette dritte Staffel, zweite Staffel, erste Staffel, aber Staffel 4 halt noch nicht. Jetzt waren ja die Feiertage, da habe ich leider Disney XD nicht gesehen. Ich schaue an sich gar kein Fernsehen mehr. Ich habe jetzt Streaming und Streaming gefällt mir. Mir ist auch egal, wer wen da aufkauft, ob Apple jetzt Netflix aufkauft oder nicht. Das ist mir egal, hauptsächlich kann weiterhin Netflix gucken. YouTube, MyVideo, Medientheken und so, ja, und Amazon schaue ich gerne rein. Als Prime habe ich auch ein paar Sachen frei, habe also genügend Fernsehen, was mir gefällt, weil das reale Fernsehen gefällt mir überhaupt nicht mehr. Ich mag das gar nicht mehr sehen, deswegen komme ich auch gar nicht dazu, Disney XD irgendwie einzuschalten. Ja, ich weiß gar nicht, ob die über die Feiertage irgendwie gekommen waren, weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal, ich will hoffen, dass ich die dann irgendwann sehe. Ich habe jetzt auch beim Großhändler schon mal reingeschnüffelt. Da sind ja ein paar Sachen anvisiert. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Könnte man also vielleicht kaufen oder auch nicht kaufen. Muss man halt drüber nachdenken. Jedenfalls ist der Preis gerade hier, wie ich sehe, explodiert. Ja, also vor Weihnachten war es die Hälfte und jetzt ist die Hälfte drauf. Also wenn ich es jetzt kaufen würde, nee, geht nicht, mache ich nicht, nö. 2018 weiß ich nicht, ob ich irgendwelche Sachen machen werde mit Star Wars. Könnte sein, dass es ziemlich ruhig ist. Könnte sein, dass ich vielleicht im Mai wegen Han Solo da irgendwas machen werde. Kommt drauf an, wie Han Solo rübergekommen ist. Ich werde mir anschauen. Werde auch sicherlich im Kino anschauen, denn die Wartezeit auf DVD und Blu-ray ist ja nun mal gigantisch. Ich meine, knappes Jahr oder ein halbes Jahr oder 10 Monate auf The Last Jedi warten oder auf Star Wars warten. Naja, das wäre ein bisschen lang. Deswegen, also so lange warten, bis eine DVD, Blu-ray rauskommt. Das möchte ich jetzt auf keinen Fall. Mal schauen. Also heute ist Mittwoch, da ist nicht allzu viel los. Ah doch, Hubert und Staller kommen heute. Ja, genau, Hubert und Staller kann ich mir heute angucken, heute ist Mittwoch. Ja, dann war es das auch schon. Und dann werde ich meine Serien sicherlich wieder programmieren und vielleicht die Shadowhunters auf Netflix mir anschauen. In der zweiten Staffel geht es ja fröhlich weiter. Die Unterwesen, Vampirwesen und die Shadowhunters und einer verfolgt den anderen. Ist eine gute Serie unter Netflix, kann man gucken. Ich habe viele Serien bei Netflix mir jetzt schon angeschaut. Größtenteils als Filmemacher kenne ich, weil Film ist an sich mein Hauptberuf und deswegen schaue ich Film mit Figuren. Da bin ich ja erst eingestiegen, wieder neu, 2015. So, ich bedanke mich total und recht herzlich, dass es euch gibt. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass wir 2017 uns erlebt haben, real wie auch online. Und dass wir, wie gesagt, ein Hobby haben, ein Ausgleich. Und wie gesagt, viele warten, dass sie wieder Schnäppchen einkaufen können. Im Moment habe ich leider kein einziges Schnäppchen da. Ich habe also nur noch Ware da, die richtig Geld kostet. Und ja, ist halt so. Ne? Ich meine, Weihnachten ist vorbei. Urlaub ist noch ein bisschen. Wetter ist ziemlich gruselig. Ja,
Ist halt so. Okay, mit Captain Thorn und euer Captain Rex. Also Captain Rex passt weiterhin zu mir. Ich muss mal gucken, ob ich an die Kluft komme, dass ich hier so einen Captain Rex ausstelle. Captain Rex habe ich ja da oben als Bild. Ich weiß nicht, ob man den schon sehen kann. Da gefällt mir. Also als Unikat Diorama für an die Wand. Ja, viele sind stolz, dass sie Geschenke bekommen haben. Ich bin stolz drauf, dass sie es bei mir gekauft haben und dass ich weiß, dass die, die beschenkt wurden, wie gesagt, auch durch den besonderen Preis, der gemacht wurde, dass es auch gekauft, also ein Schnapperpreis ist klar, dass sie jetzt ein bisschen wertvoll sein könnten, aber die meisten haben ausgepackt, spielen damit, die sind ja auch zwischen 9 und 12, da sind noch ein paar 7-Jährige bei. Wie gesagt, zum Nikolaus 2017, zu Weihnachten 2017 war also ziemlich gut. Ob das jetzt 2018 auch geschehen wird, weiß ich nicht. Ich vermute, wenn wir Glück haben, 2019, dass es nochmal geschieht. Wenn wir ganz großes Glück haben, vielleicht ab dem Jahre 2020, dass wir da vielleicht wieder in den großen Fiebertopf reingreifen von Star Wars, wer weiß. Ich liebäugel jetzt ein bisschen so mit DC, Batman, so ein bisschen so eine Batman-Ecke, Spider-Man-Ecke, Hulk-Ecke und so. Mal darauf achten, was den Kindern gefällt. Vielen Kindern gefällt halt The Minions, ihr wisst ja, The Minions, aber sind zu wenige. Mal schauen. Damit vielleicht auch mal ein paar hier ausstellen oder auch ein paar Dioramen. Ich meine, so viel, das sieht immer so aus, als ob man so viel Platz hätte, aber so viel Platz hat man dann gar nicht. Weil reine Dienstleistungen, die Leute sollen hier auch in Ruhe arbeiten und alles. Da will man denen ja auch gar nicht so viel Platz wegnehmen. Ja? Ich habe jetzt die Galeria wieder mit den Jack Pacifics Figuren a 50 cm Größe aufgebaut. Ja, wie gesagt, aus dem Schaufenster rausgenommen. Die Schaufenster sollen am ersten langen Wochenende 2018 nochmal total umgeändert werden. So nach Themenbereichen, schauen wir mal. Ne? Also das Kino bleibt, das Home-Kino bleibt, das richtige Kino bleibt, die Angebote bleiben, Film, Foto, Produktion, Herstellung, Überspielung, Aufzeichnung, bleibt alles. Auch die Preise bleiben, die werden nicht angehoben oder so. Ja, dann schauen wir mal, was auf uns da so zukommt. Und mehr können wir ja, wie gesagt, aber gar nicht philosophieren. Ja. Wir mögen Star Wars, ich mag Star Wars. Für mich sind halt diese Figuren wie eine Börse. Ne? Ja, ist halt so. Mal schauen, wie teuer Thorn wird. Wenn ich jetzt an die Figur denke, die, also an die Figuren denke, die ich abgegeben habe, vor allem Riven, vor allem Malak. Ja, Malak, der kostet ja jetzt richtig Geld. Ja, wenn ich bedenke, ja, bin froh, dass ich ihn verkauft habe, weil der Preis, der jetzt da aufgerufen wird, den würde ich persönlich auch nicht zahlen und meine Kunden schon mal gar nicht. Ne? Meine kleinen Kunden kommen immer rein, da kriege ich für 2 Euro. Eine Star Wars Figur für 2 Euro knapp zu haben. Ne? Ganz knapp zu haben. Ja, okay, das war's. Das war der zweite Tag im Jahre 2018. Ich werde jetzt keine Tagesvideos machen, um Gottes Willen. Keine Ahnung, wann der letzte oder der nächste Film kommen wird. Aber ich möchte euch einfach im Jahr 2018 begrüßen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Also wie gesagt, Star Wars bleibt, die anderen Figuren bleiben. Ich bin mehr für Filme. Ich habe auch genügend Filme da, auch in Blu-ray, nicht in DVD. Die meisten Kunden brauchen DVD, haben also kein Blu-ray, sind also auch noch nicht umgestiegen in Blu-ray. Sind also noch ein paar DVDs da, die man für wenig Geld einkaufen kann, um vielleicht einen tollen Abend zu machen oder so. Ich schaue mal nach, was ich jetzt hier noch ein bisschen einkaufe. Ja, ist okay. Ja. Der Sound ist da. Hurra. Ja, ich freue mich schon auf Rebuild. Real. Ich freue mich auf Star Wars sowieso. Mir ist sowas von egal. Also Hasser mag ich nur. Ne, ich hatte da gerade so ein schönes Schauspiel. Hörte gar nicht mehr auf. Ding, was ist denn da los? Ein DHL-Fahrzeug. Ich meine, wir haben hier zwar eine riesengroße Hauptstraße, aber so viele DHL-Fahrzeuge an einem Strang hatte ich auch noch nie gesehen. Und
glaube kaum, dass einer im neuen Jahr 2018 irgendwie zu viel Ware gekauft hat. Natürlich nicht, ist klar. Nee, ich hätte auch gerade einen Kunde immer E-Mail sagt, Päckchen, ja, sage ich, ich habe es leider nicht angenommen, tut mir leid. Also das Jahr 2018 fängt ganz normal an, das Wetter ist normal, wie das nochmal so ist. Ne? Ich freue mich also in 5 Monaten, wenn es warm ist, wenn man die Heizung ausmachen kann und ich dann, wie gesagt, im Kino sitze da und mir Han Solo anschauen. Ja. Wann ich eine neue Sendung mache, neue Themen, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wer vorbeikommt. Ich meine, ich habe ein sehr wunderschönes, einfaches Silvester verlebt. War nicht allzu viel. Ich kann also nicht allzu viel Negatives darüber berichten. Wieder gar nichts. Ganz normal. Ne? Happy Kadaver. Weihnachten war super durch Sonntag. Silvester war super durch Sonntag. Man konnte vorher ausschlafen und so weiter. Wir haben diniert, wir haben Essen gekocht. Ne? Wir haben es ganz einfach gemacht und zwischendurch so Häppchen genommen. Natürlich auch im eigenen Kino, logisch, Filme geguckt. Und wie gesagt, die bessere Hälfte hat sich ja da ihren Wahnsinns-Flat da bestellt von 2,19 Meter Diagonale. Ich habe da so einen Teil von fast 4 Meter Diagonale, Leinwand, versteht sich. Bei so einem Fernseher würde ich gar nicht bei mir reinkriegen, so einer Diagonale von 3,50 Meter oder so. Also 4 Meter Diagonale Leinwand reicht vollkommen. Dolby 7.1 reicht auch. Ich arbeite halt noch dran. An einen sogenannten 4K-Beamer muss ich mal gucken, ob ich mir den wirklich gönnen werde. Ein 4K-Beamer, weiß ich nicht. Auf die Ansilumen kommt es an, weil ich möchte ja doch weiterhin 3D sehen. Wie gesagt, sie hat sich den also auch von 2,19 Meter Diagonale bestellt, weil das war der letzte auch noch im normalen 3D. Ich habe ja noch mit Shutterbrille und mit Infrarot und eine Uralttechnik. Wie gesagt, ist auch nicht so einfach, an einen 4K-Beamer 3D zu kommen und dann noch in HDR und das alles, aber muss das sein? Ich weiß nicht, ich schaue leider nur einen Film einmal an, ich habe ein Fotogedächtnis und dann sehe ich da, ich habe immer noch die Szenen vor Augen mit Star Wars, ich sehe immer noch, wie Rey da ein bisschen Blödsinn macht, diese Slapstick-Komik von den Arschno Damen, also keine Ahnung, was die waren irgendwelche Glaubensorden oder so, ne? Bei Aachen war irgendwie so ein irgendwie Glaubensorden, wie die Schubkarre da fährt und Ray hat dann die Schubkarre ein bisschen zerdemoliert, ja und so weiter. Ach ja, 2017 war ziemlich aufregend und ja, jetzt sind wir ja im 2018, ihr merkt schon, ist nicht viel, deswegen mache ich auch wieder aus. Was soll ich erzählen? 2018 ist 2018. Ich hoffe, in 5 Monaten sehen wir uns wieder. Bei Han Solo, da werde ich nochmal ausschweifen, weil keine ordentlichen Figuren. Der Film ist auch noch nicht da. Highlights, 1 Milliarde. Es freut, 1 Milliarde hat Walt Disney sich da, hat Walt Disney eingenommen. Das sind also 800 Millionen über dem, was sie ausgegeben haben. Ist ja in Ordnung. Wenn sie dann auch fleißig Steuern zahlen, ist es erst recht in Ordnung. Ja, was sollen wir uns freuen, dass die Walt Disney 1 Milliarde hat? Ja, ich freue mich, dass ich den Film sehe. Ich freue mich, dass der Film bald da ist. Ich freue mich, dass ich den Film bei Amazon bald kaufen kann. Das macht Freude, das macht Spaß. Darauf freue ich mich, darauf warte ich. Ich hoffe, dass 2018 auch so ein... Aber kein Star Wars, ja. Ne? 2018 ist kein Star Wars, ja, das ist gar nichts. Also wird ziemlich mau werden. Also ich werde wohl wirklich erst im Jahr 2019 irgendwie fast, sagen wir mal, im Jahre 2020 erst wieder hier erscheinen mit lauter Laudatien für Star Wars und so weiter und so fort. Aber wir feiern ja nichts. Wir haben, ist halt so, ihr seht auch, ich habe immer noch dasselbe da hängen. Ist klar, am Jahresende kam keiner. Ne? Ich wusste ja, wenn ich um 23.59 Uhr aus dem Haus gehe, dass ich erst ein Jahr später wieder nach Hause komme. Das war schon heftig genug, wenn ihr versteht. Was ich meine. Also meine Tüte habe ich auch leer. Da waren ja lauter Knaller drin. Ich habe schön ein Bodenfeuerwerk gemacht. Wie gesagt, ich musste jetzt hier bei den Dreharbeiten noch drüber nachsinnen, weil es schon wieder ein paar Tage her ist. Ne? Ob ich das jetzt hier euch zeige, wie ich es gemacht oder separiert zeige. Ich habe mich noch nicht darum gekümmert.
ob ich euch das separiert zeige, was wir da gemacht haben, wie wir es gemacht haben, welchen Spaß wir hatten. Ja, muss ich mal gucken, dass ich den irgendwie, ne, so irgendwie lustig auf den Weg bringe. Ja, ich hoffe, ihr habt toll gefeiert. Ich hoffe, alles super gut. Ja, dann war es doch, ne? Total recht herzlich willkommen im Jahre 2018. Ja, zwei Jahre warten, meine Güte, bevor wir wieder ja, uns echauffieren können, gucken können, weil die meisten gucken dieses Jahr überhaupt nicht Star Wars. Viele machen dieses Jahr überhaupt nichts, weil auch Walt Disney nichts macht, keine Convention und so. Und die anderen, die privatisierten Convention in Oberhausen, Duisburg, Mülheim, Dortmund, okay, ich kann gern vorbeikommen, aufzeichnen und eine schöne Aufzeichnung machen. Und wie gesagt, arbeite ich wirklich daran, eine tolle Sendung zu machen. Ich weiß nur, oder mehrere Sendungen zu machen, die halt so verschiedene Thematen haben werden. Dieser Lucasfilm Filmclub bleibt, der Star Wars Filmclub bleibt, das bleibt alles. Und ihr seid dazu total und recht herzlich eingeladen. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt und wenn ihr auch eigene Sachen habt, einfach schicken. Ich werde mir das dann downloaden und werde es dann hier verarbeiten. Das haben wir ja schon mal gemacht als Dr. Pillepalle und Dr. Arzeton. Weil wir sind über 1200 Kilometer auseinander. Nur wegen Dreharbeiten sich irgendwo treffen. So berühmt sind wir nicht, dass wir uns das leisten würden wollen. Die festen Zuschauer, 3 bis 5, denen wünsche ich ein wunderschönes Jahr 2018. Ist ja klar, meinen ganzen Kunden wünsche ich wirklich 2018 ein wunderschönes Jahr. Und bleibt gesund, habt Spaß. Wie gesagt, kommt vorbei, schauen wir mal, ob wir den Stammtisch nochmal ins Leben rufen oder so. Also jeder kann mal vorbeikommen, wenn er zufälligerweise hier mal an der Wickenburg abbiegen sollte. Aber bitte nach links. Ja? Zweimal links abbiegen, dann also dreimal links abbiegen, dann seid ihr hier. Am Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 an der Wickenburg raus und zweimal links. Dreimal links. Ja, Apostelkirche links und hier Spielhalle links und dann seid ihr hier. Dann seid ihr sofort da und dann können wir loslegen. Also bis dahin, viel, viel Spaß. Wenn nicht, sehen wir uns halt im Jahr 2020, wenn es wieder heißt, ey Leute, Star Wars hat mal wieder, da war wieder was los und jetzt kommt Fernsehen, jetzt kommt Anaheim. 2020 wird es rappeln. Aber haben wir jetzt noch 2 Jahre Zeit. Also in 2 Jahren sehen wir uns punkto Star Wars wieder. Jetzt, wie gesagt, ist mein Beitrag, mein herzlich willkommen zu 2018, mein herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, meine lieben eigenen Fans und meine lieben Kunden, ja, die ich ins Herz geschlossen habe. Die Preise bleiben gleich, es wird nichts teuer. Ich hoffe, dass ich alles schaffe und ja, vor allen Dingen wünsche ich mir weiterhin Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit und viel, viel Spaß, viel Sonnenschein, ja, und viele Tafel Schokolade. Ich esse für mein Leben gern Schokolade. Schokolade. Und jetzt trinke ich mir ein Käffchen, warte auf den nächsten Kunden. Und das war's. Tschüss. Immer nicht so ein Hassgedöne da. Für mich, ich habe das alles erkannt. Die Story gefällt mir. Die Macht ist neu erwacht. Die Macht ist jetzt überall. Es gibt keinen Jediismus mehr. Es gibt keinen Sith Lord mehr. Dieses ganze Jedi-Gedöne hört jetzt auf. Wer in sich irgendwie die Macht verspürt, dass er irgendwie was an der Macht hat oder irgendwie greift sich ein Laserschwert und jagt es durch und so weiter oder spielt halt wie die letzte Szene bei Jedi mit dem Besen. Ja, lässt ihn mal so ein bisschen. Ich meine, hätte man jetzt auch auf den kleinen Zauberer von Walt Disney gehen können, der hat ja auch sein Besen da gezaubert. Wenn ihr versteht, wenn wir interpretieren, können wir alles. Hineindichten können wir auch alles. Aber ob die Regisseure, die sich das wirklich so ausgedacht haben, die Dramaturgie es sich so ausgedacht haben, die Bühnenbildner das sich so ausgedacht haben, das wissen wir nicht. Ja, wir wissen nur, nachher ist alles zusammengesetzt, es fehlen viele Minuten, die nachher wieder eingesetzt werden oder mit einer Zusatz-CD gesehen werden können, was man da einem halt weggenommen hat und so weiter und so fort, anstatt drin zu lassen, ja. Ich hätte gern auch den Film von mir aus 4 Stunden gesehen, bin ich ehrlich. Ja? Nur durch das 3D ist man dann nachher ein bisschen am Schwanken. Also die fast 160 Minuten da waren schon mit der Werbung, waren schon hart an der Grenze. Und das war 2017. Jetzt sind wir bei 2018 und ich habe hier den
General Thorn, Großadmiral Thorn. Ne? Ja.